Equipment Workshop. Portable Miner können wir nämlich bauen. Ach, wie gut. Die, die kosten ein bisschen was. Aber ja, die machen uns dann Eisen und sowas, ne? Da musst du. Kennst du ja. Das ist wie die, ja, Kohle, ja, wie die Kohlekraftwerke, nur brauchen die keine Kohle. Also auch, aber. Es funktioniert ein bisschen anders als Factorio tatsächlich. Das finde ich manchmal ein bisschen verwirrend. Oh, ich habe meinen Kopper abgelegt, glaube ich. Zack. Kopper Hopper. So, da ist Limestone, dann gehe ich an die Bank. Ja. Ich mach mal das Concrete. Oder was wolltest du jetzt machen? Ja, ist gut. Ich mache gerade Kopper so ein bisschen. Ich mache uns die ersten Drillkopfbohrer. Alles klar. Damit wir bald die Natur schon entsprechend ein bisschen ausbeuten können. Hm? Ach Moment, können wir uns in die Erde bohren hier richtig oder wie? Nee, aber wir können natürlich Rohstoffe abbauen. Oh. Oh, warte mal. Ach, jetzt habe ich schon 15. Na gut, auch gut. Cable 7. Okay, Cable machst du gerade, ja? Gut. Ja, ich mache die gerade für den Bohrkopf. Ich habe, glaube ich, nur 7. Ich brauche aber 8, glaube ich. Mhm. Du hattest mal ein Eisen, glaube ich, aus der Kiste genommen. Oh, ich brauche noch 4, alles gut. Ist da nicht noch Eisen drin gewesen? Ja. Wo ist meine, hat die nicht mehr Wires gemacht? Bin ich doof? Anscheinend. Ich habe nichts gesagt. Hä? Hä? 19 Wires? Cable? Okay. Strange. Okay, und 4 Stahlplatten, 4 Eisenplatten. Cable. So. Oh, Cable Guy war auch ein super Film. Boah, lange her. Weiß ich kaum noch was. So, und jetzt brauchen wir nur noch die Iron Plates. Soll ich die auch noch machen oder hast du die schon? Warte mal, kannst du mir noch ein Kabel und 3 Iron Plates machen? Oder warte, ich kann die. Kabel okay. Kannst du nicht machen? Doch, na klar, ich kann alles machen. Oh, Entschuldigung. Wow, oh, okay. Oh, 3 Kabel, ja? Ja, das wäre super. Und wie viele Iron Plates? Hab ich schon. Ich glaube, wir werden gleich sehr viele Iron Plates brauchen. Ich leg's einfach mal in die Kiste, bevor ich es wieder auf den Boden werfe. Ja, danke dir. Dankeschön. Hab schon. Cool. So, Bohrkopf Nummer 2. Iron Plates. 75 Iron Plates brauchen wir. Holy. Das ist gar kein Problem. Das wird dauern. Mit dem neuen Iron Plate Chef jetzt im Teleshop. Wow, das habe ich ja noch nie erlebt. Oh mein Gott, Bruce, ich kann gar nicht glauben, dass das funktioniert. Ja, auch ich war am Anfang skeptisch. Hallo, mein Name ist Bruce. Bruce Schmidt. Die sind großartig, diese Verkäufer, finde ich ehrlich gesagt. Boah, finde ich auch. Weil die das einfach so wahnsinnig, ja, unauthentisch rüberbringen. Ja, aber mit einer Begeisterung, das hast du erlebt bei uns. Nur bei Kindern, die irgendwie in der Schule über Süßigkeiten reden. Ja, dass die Kinder es halt ernst meinen und du merkst bei den Verkäufern halt, ne, du weißt halt, dass alles fake ist und dann macht es so spaßig eigentlich, das zuzugucken. Ja. So, huch, das war ein Vögelchen. Wie oft ich früher versucht war, irgendwie dort mal was zu bestellen, hier diese Mega-Pfannen und wenn du die bestellst, bekommst du so ein Messerset aus Japan dazu. Oh, Ginzu. Ja, Mensch, meine Oma hatte so ein Glück, dass ich nicht wirklich mit dem Telefon, glaube ich, umzugehen wusste, einfach als kleiner Jugendlicher. So, jetzt haben wir 50 Eisenplatten. Wir brauchen nochmal 50 Iron Ingots. Scan. Tank, komm mal ganz kurz. Achso, du bist gerade noch beschäftigt, ne? Ja, aber jetzt bin ich damit beschäftigt, zu dir zu kommen. Ah, okay. Ich wollte dich jetzt nicht stören, aber ich dachte, du willst das vielleicht sehen. Warte, ich muss hier einmal durch das Gift durch. Ja, immer gut, ja. Lauf einfach durchs Gift. Ja, schön hier. Ja. Ja, du bist ja wirklich wieder Milliarden an Kilometern weit weg. Oh, ich hätte das Holz mitnehmen sollen, ich Idiot. 5 Lichtjahre weit das weg. Das war nicht schlau. Ich bring mal Holz mit. Cool. Oh, wie viel brauchst du? Nimm ruhig alles mit. Gut. Das kann sicher nicht schaden. Holz. Ich glaube, Holz müsste gehen. Sonst nehme ich auch Blätter, das geht auch. Hallo? Was hast denn du da in der Hand? Ach, da bist du. Ach, wie geil ist das denn? Gehhilfe. Ich bin älter geworden über die Jahre. Schöne Gehhilfe, ja. So, warte mal, guck mal, wenn ich das jetzt hier reinsetze. Ja? Das ist so süß! Guck dir das mal an! Oh, gut. Da, das Auge, das eine. Und jetzt... Oh, okay. Und schon haben wir unseren ersten Bohrkopf. Ach, Quatsch. Und braucht der Fuel oder irgend sowas? Eigentlich, ich dachte, der braucht Holz, aber irgendwie braucht er gar kein Holz, wie es aussieht. Okay, ach, geil. Ah, der macht das schon alleine. Na gut, dann brauchen wir das Holz später. Nein, ist ja stark.
Okay, soll ich den zweiten gleich Eisen? Wir werden viel Eisen brauchen, deswegen wollte ich zuerst zwei Eisendinger machen. Wir brauchen aber auch Kopper. Und wir haben eigentlich Kopperfelder in der Nähe. Vielleicht soll ich den zweiten vielleicht wieder für Kopperfelder benutzen. Ja, ja, mach mal. Dann mach ich das mal. Kopperfeld. Also der sammelt jetzt, da können wir immer wieder hingehen und können Eisen sammeln. Ich weiß nicht genau, ob wir auf Karte irgendwas markieren können. Es gibt keine Karte, glaube ich, ne? Nee, ich glaube nicht. Ah, schade. Huch, was machst du denn da? Keine Ahnung. Ach, du willst Strom machen. Ne? Mit zwei hast du gerade gedrückt, ne? Ja, genau. Genau, das geht aber nicht. Eins ist Strommasten hier, das sind die Dinger. Und zwei sind Stromkabel. Okay. Man wollte halt ja mal gucken, was geht, ne? Ja, ja, damit werden wir später viel Zeit verbringen, glaube ich. Oh, wie schön. Boah, jetzt geht's los. Jetzt geht alles los. Jetzt fängt's so an. Oh mein Gott. Dieser Planet ist bald hohl. Dieser Planet ist bald hohl. So, jetzt bin ich verlaufen. Wo ist die Base? Da hinten. Genau, das ist die Base. Die ist zum Glück markiert. Die Kopperfelder sind jetzt wo? Die sind jetzt weiter links. Ich laufe an der Base vorbei ein bisschen. Was haben wir denn hier? So. Da oben ist, glaube ich, noch so ein Ding drin, so ein Leuchteding. Ich habe Bauxit. Was auch immer Bauxit ist. Ich nehme mal Bauxit mit. Bauxite. Das kann sicher nicht schaden. Jo, ja, ist jetzt meins. Ah, da hat er mich erwischt. Alles meins. Und kann der kleine Staubsaugroboter für Eisen dort jetzt unendlich viel Eisen abbauen? Oder ist das auch begrenzt? Das ist tatsächlich momentan noch unendlich. Geil. Also ist nicht so wie bei Factorio, dass das begrenzt wäre. Ja, ja. Wo ist denn der hin? Das fand ich ziemlich beschränkt. Ja. Aber hier wird man halt so viel brauchen, dass eine Mine halt nicht reicht. Oh, schön. Und das ist ja halt genau unseres, dachte ich mir. Ja, ja, ja. Ne? Hauptsache übertrieben und alles. Na, vor allem, wenn wir dann so einen unendlichen Fluss an... Wow, was war denn das? Was denn? Es hat gerade lila geleuchtet alles bei mir. Und ich habe Schaden. Oh, ach so, ein Feuervieh. Alles klar. Es hat nicht lila geleuchtet, es war rot. Ich höre eine Schnecke. Ah, da oben ist eine Schnecke. Ich hole mal kurz eine Batterie. Schnecke. Tu das. Wenn ich groß werde, werde ich Autobatterie. Nein, du nicht. Du bist eine normale. So. Oh. Bei dir reicht es nur für Duracell. Boah, ich komme da nicht hin. Dieser Felsen ist rutschig. Was ist das für ein Felsen? Ich fliege da mal wieder von weg. Hä? Jetzt habe ich's. Brauchst du Hilfe? Nein, ich bin schon oben. Okay. Ich bin nur fett. Also, ich bounce immer weg. Weil wir haben eine Schnecke hier direkt an der Basis. Die hole ich mal. Ist das hier auch Kopper? Was? Der ist einfach weggeflogen. Hä? Was war das denn? Weiß ich nicht. Was war denn? So ein Viech hat mich hier wieder angegriffen und ist über den gleichen Berg gelaufen, wo ich gerade drauf bin und ist einfach weggeflogen. Oh, ich sehe dich da hinten. Ja, du standst gerade auf dem Felsen. Ja, genau. Jetzt läufst du runter. Oh, wie süß. Der kleine Erik. In der Entfernung sieht er so klein aus. Und vor dir... Ist da noch einer? Naja. Ja. Da werde ich massig dann. Ach, hier ist schon wieder Iron Ore. Na gut, das lasse ich erstmal stehen. Das können wir uns später holen. Dann haben wir noch mehr Eisen. Für die Menschen, die genau, hier sind. Wir sind die einzigen Menschen hier. Also können wir immer sagen, es ist für die Menschen. Es ist immer nur für die Menschen. Ja. Alles. Alles, was wir tun, ist für die Menschen. So. Gut. Ich bereite gerade die letzten Eisenplatten vor. Ja. Das ist nicht die richtige Schlucht hier, glaube ich. Oh Gott. Oh. Es gibt manchmal unendlich tiefe Schluchten. Da sollte man nicht reinfallen. Wirklich unendlich, oder wie? Also ich habe mich noch nie getraut, da runter zu gehen, weil da kommt halt dieser Fog of War. Okay. Ja, ich glaube, die sehen sehr... Ich habe schon wieder eine Schnecke. Da oben. Oh. Da komme ich jetzt aber erstmal nicht hin. So. Okay, ich glaube, ich habe mich... Da ist wieder eine Schnecke. Das ist doch nicht wahr. Ach, hier bin ich. Die Schnecke. Ich weiß sogar genau, welche es ist. Aber ich baue hier erstmal einen Bohrkopf hin für Kopper. Kopper. Kopper, so, jetzt warte ich auf dich, weil ich habe die Eisenplatten fertig. Sehr schön. Danke dir. Ich
laufe ich erstmal zurück und hole schon mal vom Bohrkopf Eisen, was er abgebaut hat, weil ich nehme an, dass sein Storage auch begrenzt ist, oder? Genau, auf 100, glaube ich. Mhm. Also, oder 99, ich weiß nicht genau. So, Kopper läuft. Mit den Eisenplatten kann man nämlich bald Förderbänder machen. Ja. Aber dann brauchen wir ja trotzdem noch automatische Prozesse, die von dem kleinen Bohrkopf das rausnehmen, oder macht er das automatisch? Das, von dem kleinen Bohrkopf glaube ich nicht, aber es gibt dann gleich bald die nächstgrößeren Bohrer und die kann man natürlich, ne? Oh, ich werde ganz wild, schön. Ja, das muss alles automatisch. Hier, da drüben ist gleich die nächste Schnecke. Was ist denn hier los? Dann noch eine Schnecke. Ich habe 3 Schnecken gerade hier neben mir. Ich suche den kleinen Bohrkopf, Mann. Das dauert ja, noch ein bisschen. Ja, ich drehe gerade durch, weil ich muss die alle mitnehmen. Die Armen, die hängen halt immer in der Schlucht. Das kann ich mir nicht mit ansehen. Nee, auf keinen Fall. Befrei die. Ich werde die, ganz ehrlich, ich muss die retten. Ganz schlimm sowas. Ja. Welch sichereren Ort gibt es denn als eine Batteriehülle? So. Oh. Ich glaube, ich habe hier Besuch. Ich sehe ihn gerade noch nicht. Hab die 100. Und sehr gut. Oh, ich habe die Waffe gar nicht ausgerüstet. Ja, wir können ja auch später hoffentlich noch bessere Waffen haben. Ja, natürlich. Unglaublichen Schießprügel. Natürlichement. Oder so ein Stasegewehr. Oh, hast du in Subnautica schon das Stasegewehr? Ja, ich habe es auch schon ein paar Mal eingesetzt. Es ist so schön. Ja. Es ist so. Aber ich versuche möglichst den Fischlein nichts zu tun, aber das Stasegewehr bräuchte ich jetzt, glaube ich, auf 900 Meter Tiefe. Könnte ich jetzt gerade ganz gut gebrauchen. Oh ja, doch, doch, doch. Und da habe ich es nicht mitgenommen, weil ich schlau bin. Ja, natürlich. Ja. Bist du schlau. Ja, ja. Man muss ja auch mal ein bisschen Herausforderung bei dem Spiel haben. Nicht immer so hoppla hopp, weißt du? Langweilig. Was haben wir denn? So, ich komme wieder zurück, habe 2 Bohrköpfe gesetzt. Biomass-Burner, was denn das? Da kann man so Holz reinschmeißen oder halt Laub, aber das Laub kann man besser zur... Ach, hast du ja aufgewehrt? Ah, nee, das ist jetzt neu. Da kommt Strom raus. Da kann man das Laub reinpacken, aber das sollte man vielleicht vorher zur Biomasse verarbeiten. Das mache ich mal gerade. Wie kann ich denn hier was reinpacken? Input? Warte. Ja, ich habe mal Holz reingelegt. Ja, also wir können das später besser verwerten, das Holz. Ich weiß nicht genau, was wir jetzt einfach so reinschmeißen sollten schon. Ich hatte jetzt nicht so viel, ich habe nur ein paar... Achso, ja, gut, dann hau weg denn das Holz. Wir haben ja ganz mal Planeten voll. Na, wir haben erstmal 20 Megawatt anscheinend jetzt. Was ist unsere kleine Maschine gegen den Regenwald, ne? Also das ist schon legitim. So, jetzt kannst du zugucken, wie ich dann upgrade gleich. Ja, warte, gib mir eine Minute, ich mache gerade Biomass. Ja, na klar, mach. Biomass ist diese neue Firma, die EA aufgekauft hat, die hat früher mal Rollenspiele gemacht. Oh, gute Rollenspiele waren das früher. Oh ja, oh ja. Und heute haben sie auch sowas Gutes rausgebracht. Soll gut sein. Ich bin mir nicht sicher. Hat wohl viele Schwachstellen. Ich habe keine Ahnung. Late Game. Ja. Keine Ahnung. Aber halt auch nicht mehr so storybezogen wie Anno Dunnemals. Ja, aber es ist, glaube ich, auch schwierig, sowas heute nochmal rauszubringen. So ein quasi sehr, sehr textbasiertes RPG. Und Entscheidungsfreiheit. Ich meine, wir leben halt in einer Gesellschaft, wo du niemals allen was recht machen kannst, so richtig. Das ist richtig. Wenn du viel Text machst, dann ist es halt auch absolut falsch. Das ist absolut richtig. Dass es absolut falsch ist. Ja. Ja, gut. So, warte, ich pack das Holz nochmal schnell weg. Mist, ich war so schlau, die Biomasse nimmt ja mehr Platz weg. Ich versuche mal gerade so ein bisschen zu sortieren. Hier sind noch ein paar Blätter. Ich sortiere mal mit, ne? Achso, oh, Entschuldigung. Ach, jetzt habe ich die Blätter rausgenommen. So. Hier habe ich reingeschissen. Oh. Sieht halt wirklich so aus. Ja, ist halt Biomasse, ne? Was willst du machen? Das ist auch einfach in meinem Inventar aufgeploppt. Kann man aber einen Verbrennungsmotor schmeißen. Okay, warte, ich geh wieder ein Stück weg und guck mir das wieder an, wie es upgradet. Mhm. Und schwupp. Upgrade. Aufregend. Toll, toll, wir haben eine Leiter bekommen. Danke. Congratulations. You have unlocked new buildings and blueprints. Nee, wir haben the build menu and craft bench respectively. Rick, oh, wir haben eine Toilette. Ich geh kacken. Habe ich gesehen, oben qualmt schon wieder der ganze Schlot. Guck mal. Schön. Ohne Tür. In der Küche. Mit Fenster? Nee, ach, ohne Fenster. Immerhin. Ja. In der offenen Küche eine Toilette. Das ist auch gut, wenn es da Keksen riecht, dann hast du es auch beim Scheißen. Und hier ist ein Streaming-Setup. Ach, gucke mal.
Aber wirklich hier mit diesem hohen Monitor zum Chat lesen. Hast du auch hochkant? Habe ich auch bei mir. Nee, habe ich nicht. Achso, okay. Und hier auch, ich glaube, das, was hier steht bei der Pioneer List, ich glaube, das sind die Leute, die irgendwo unterstützt haben, das Spiel, oder? Die sind aber sehr gut lesbar. Ja, habe ich alle, ja. Was steht da? What you did was really cool. Thanks for T-Support. Do you wanna go watch a movie sometime? If you want, if not, that's cool too. If you have time off, see. Are you there? Hello. Muted Pioneer for 1000 years. Was? Ja, das klingt, ich wollte gerade sagen. Das klingt halt echt so. Upsi. Okay, und hier ist, glaube ich, ein Bluescreen, oder? Reboot. Ah, hier, Fatal Exception. Bluescreen. Also Orange Screen. Ja. Schön. Oh, das kleine Häkchen mit dem Bauarbeiterhelm. Das mag ich gerne, von Fixit. Ja, das ist super süß. Und guck mal, dieser schöne Schreibtisch, der ja aus altem Eichenfurnier oder so. Metallholz. Es sind hier Schweißnähte an der Seite. Scheiß Eichenfurnier. Ja. Ich weiß auch nicht, was mal war. Und wir haben zwei Betten. Ja. Ah. Aber wir können auch in einem Schlaf. Also ich meine, ja gut, ne, klar, das ja groß genug. Ja. Ist kalt in der Nacht. Wir komprimieren uns da rein wie ein Zip-File. So. Mit dem Hub-Upgrade. Jedes Tier übrigens, wie man sieht, ne, jedes Tier hat verschiedene Hub-Upgrades, also oder verschiedene Upgrades. Das heißt, man kommt da nicht einfach so durch, sondern es dauert alles schon ein bisschen. One Storage Container, ja. Und als nächstes Upgrade kriegen wir das erste Mining-Utensil. Aha. Dafür brauchen wir natürlich ein bisschen was. Eisen. Okay, soll ich Kupfer holen? Du holst Eisen? Wollen wir das so machen? Können wir liebend gerne machen. Ich bin hier gerade am Ausrasten, weil es gibt Rampen und Conveyor Belts jetzt schon und Oh ja. Also ich würde gerne möglichst schnell die Natur ausbeuten. Ja, die Unendlichkeit ist unser Limit. Richtig. Ja, ich mag, wie du denkst. Schön. So, la la la. Kupfer, la 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 la. Einmal durch das Gift. Ich hüpfe hier gerade einfach so voller Freude wie Heidi über die Alm, nur dass ich die Alme ausbeuten werde. Bis da eine fette Industrie steht. Es sieht halt echt so schön aus, durch die Welt zu laufen. Haben sie wirklich schön gemacht. Ja, finde ich auch. Auch das Field of View ist sehr angenehm. So, ja, 100 Kupfer. Hello Kupfer, my old friend. Ich muss weiterlaufen hier, ey. So. Wie viel hat denn dieser Mining-Roboter gekostet, den du da gebaut hast? Wir könnten jetzt noch ein paar bauen, damit das noch schneller vonstatten geht. Und ich glaub, ja. Weil ich hätte jetzt schon Lust auf mehr. Ich auch. Gut. Ich habe ja auch Limestone. Ich könnte hier halt noch eine Menge ausbeuten. Gut, dann lass uns doch mal gucken. Ich schau mal eben. Was kostet so ein Ding? 4 Eisenplatten, 8 Kupferkabel, 4 Kabel. Das ist ja nix. Warum uns 100? Das mach ich im Schlaf. So. Let's go, Kupferkabel. Erstmal Kupfer. Ich glaube, ich habe noch Kupfer in meinem Inventar. Warte, ich gucke mal. Ja, ich habe hier 100 Kupferdingens. Die mache ich gerade. Gut. Und dann geht's los. Dann, ne? La. Wir auch nochmal 2 Vials. Den nehme ich mal fix mit. Ich würde mir noch wünschen, dass die Kiste, die hier steht, ne, wo wir die Sachen reintun können, dass die hier noch angeschlossen ist an der Craftbench. Das wäre noch schön. Ja, das wäre so schön, dass man einfach direkt sagen könnte, so und daraus bitte. Genau. Aber gut, wir werden später eh alles automatisieren. Ja, also klar. Wir sollten das, glaube ich, später so machen, dass wir eine Eisenproduktion haben irgendwo, die alles aus Eisen herstellt, irgendwo eine Kopperproduktion und irgendwo Sachen, die halt beides benötigen und sowas. Oder einzelne Elemente, ne? So, und da müssen wir dann die Förderbänder auf dem besten Wege dahin bringen und dann. Genau. Also es wird auch noch viel abgerissen werden wieder zur Optimierung der Wege und. Ja, natürlich. Ach, schön. Schön wird das. So, Kupferkabel. So. Dann mache ich. Wire brauche ich, glaube ich, auch. Noch ein bisschen. So, und Iron Plate. Die mache ich mal alles hier. Kann ich mal ein bisschen auf. So, mal gucken, wie viel wir das dafür kriegen. Es wird Tag.
Das ist der zweite oder dritte Tag, glaube ich, erst. wenn man bedenkt, dass wir die erste Folge nur so ein bisschen rumgeguckt haben. So eins, zwei, drei, vier, fünf Bohrköpfe. Fünf Roboter, geil. Wenn ich noch eine Eisenplatte hätte, könnte ich noch einen machen. Ja, na warte, ich baue gerade. Ich mache gerade 30 Eisenplatten. Habe hier drin noch welche? Nee, haben wir nicht. Ja. Nee, ich mach gerade. Ich guck kurz nach Biomasse. Also was macht der... Ach wohl, der verschwindet ja nichts, weil wir haben ja momentan nichts angeschlossen. Eben. Kann ich ihn ausschalten so lange? Weil sonst frisst der schon ein bisschen. Frisst der echt, ja? Aber nur ein bisschen, ganz, ganz geringfügig. Ja, na klar, dann hau ich die Scheiße. Hab erstmal ausgemacht. So ist gut. Ah, schön, die Stille und die Ruhe. Noch ein bisschen genießen. So, Eisen. Ja. So, die Eisenplatten liegen in der Kiste. Vielen Dank. Oh, vielleicht reicht sogar noch für mehr. Ich weiß noch nicht genau, was da noch fehlt dann. Eins. Zwei. Drei. Oh. Okay, ich glaube, haben wir jetzt acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Perfekt. Ich bin gleich wieder da. Oder, okay. Oder möchtest du? Was? Soll ich dir auch vier geben? Machen wir mal Hälfte. Ja, eben. Okay, warte. Eins, zwei, drei. Achso, nimm mal raus aus der Kiste hier. Flop, ja? Und nochmal. Oh, wunderbar. Ja. So, dann bis gleich. Tschüss. Ich schließe unten an. Lalala, Kupfer. Und hier vorne war Limestone, glaube ich, auch noch. Ja, irgendwo hier direkt bei uns, aber ich such's gerade auch. Ich glaube, hier vorne müsste es gewesen sein. Ich finde es gleich. Ist so eine Platte gewesen, ne? Ja, ich glaube, ich bin schon da. Gleich, da ist er. Lieber bei dir. Ach ja. Es markieren wäre noch gut von diesen Dingern. Ja, das stimmt. Weißt du, manchmal frage ich mich, was hat sich die Natur dabei gedacht, als sie den Menschen auf die Erde gesetzt hat? Ja. Irgendein Vorhaben war vielleicht dabei. Das muss doch einfach schief gehen. So. Portal mit meiner Limestone. Limestone läuft, Wir sind hier nur abgestürzt, oder? Nein, nicht abgestürzt. Wir wurden hier extra von der Mining Corporation gelandet. Angelandet. Oh, da ist noch mal Limestone. Ich setze noch einen, weil wir haben es ja. Na klar. So, greift er mich an? Ich habe ja keine Waffe. Hab keine Waffe. Der greift mich trotzdem an. Hör mal! Ja, jetzt habe ich eine Waffe. Die Eisendinger sind ja. So. Ein Tier weniger auf diesem schönen Erdenrund. So. Fällt nicht auf. Nee. Gibt eh genug Tiere. Richtig. Die wachsen ja auch immer nach. Ja, klar. Wozu haben sie denn Sex? Also. Richtig. Ganz normal. Wir unterstützen das halt nur, dass Tiere mehr Sex haben. Das ist ja was Positives. Durchaus, ich weiß es nicht. Ich habe darüber nur gelesen. Ich kenne das aus der Bravo, da wird es immer toll dargestellt, illustriert auch. Diese Bilder, oh mein Gott, ich erinnere mich. Ja, oh, so furchtbar einfach. Die Foto-Love-Stories waren das Beste auf der Welt. Heute immer noch, die gibt es immer noch, glaube ich. Ja, es gibt sogar einen richtig eigenen hier Twitter-Kanal, glaube ich, über die besten Bilder, die immer noch gepostet werden. Ja, dem folge ich natürlich. Das ist ja klar. Kommt leider selten was, aber wenn, das ist immer ganz große Literatur. Oh nein, Jens hat so einen Knackarsch in dieser Jeans. So, das Bild von Jens. Ja, Jens halt vor der 80er Jahre Jens, weißt du so. Ja, okay, ja. Alles klar. So, und dann so eine Wrangler-Jeans. Let's go. Okay. Aber die beneide ich immer noch ein bisschen, die Leute, die dafür abgelichtet werden, weil die sehen in diesen Klamotten immer noch gut aus. Ich meine, ich bin halt damals groß geworden, wo man damals so rumgelaufen ist. Ja, dito. Ja, wirklich rumlaufen heutzutage. Aber die in der Bravo, die dürfen. Und da bin ich neidisch. Und da ist dann auch mal cool. Ja, da sieht's auch immer gut aus. Ja, außer du bist der überzeichnend Hässliche. Ja. Mit dem wirklich kein Mädchen was zu tun haben will. Die sehen dann halt auch aus wie wir. Ja. Und die Mädchen, wenn die hässlich sind, das sind immer hübsche, die dann so einen Pferdeschwanz und Brille haben, wie bei diesen Teenie-Filmen. Ja, oh immer. Gott, ja. Oh, das ist so schade. Es gibt ja auch keine hässlichen Frauen. Das ist halt schwierig. Warte mal, einen habe ich noch übrig. Ganz kurz, wie viele Bohrköpfe hast du noch? Einen. Knifflig. Ich habe auch noch einen. Nee, zwei habe ich. Entschuldigung. Zwei. Kann nicht. Okay.
Da waren noch irgendwo weitere Eisenvorkommen. Eisen werden wir natürlich brauchen wie Sau. Kann man nicht mehrere Bohrköpfe auf ein Eisendepot ablegen? Die haben ja keinen, Ich weiß es nicht, ob das funktioniert oder ob die sich vielleicht gegenseitig ausbremsen, das weiß ich nicht. Ich kann es ja mal probieren, ne? Ja, warte mal, testet man, ne? Nivor? Oder ob es eine Schnecke? Du und deine Schnecken. Alle ja. Was willst du machen? Die Schnecken und ich, ne? Was ist das denn? So, oh nein, hoch, ja. So, Schnecke wird gesammelt. Ich hab hier Fische in der Wüste. Fische in der Wüste? Ja. Das hört sich sehr schräg an. Also, oder Krabbelfische, ich weiß es nicht. Sehr merkwürdig. So, hier haben wir nochmal Iron. Also, wir brauchen ganz viel Iron, sagst du. Genau, Iran. Also diesen Joghurt. Kriegen wir. Ich habe hier so ein Dreierfeld Iron und da hinten war, glaube ich, ein Copperfeld. Ich komme mal zu dir, dann markiere ich damit. Ich habe ja noch einen Bohrer. Jojojo, kommst du her. Ich schieb meinen kleinen Bohrer da in die Erde und baue damit Eisen ab. Was denn? Ah, nee, war Limestone leider, Mist. Ja, das ist ja ekelhaft. Aber Limestone nehmen wir auch ein. Limestone werden wir brauchen, weil daraus machst du Beton und mit Beton machst du Plattformen. Und da wir sehr viele Plattformen brauchen werden. Wir brauchen Parkplätze, hallo. Das finde ich auch immens wichtig. Ja. Je weniger grün, desto schöner das Tün. Das Tün. Genau. Ja. Ist das hier? Nicht, das ist nichts. Okay. Nö, kommst du her. Ah, schön hier. Ah. Die ersten Rauchwolken in die Luft geblasen. Schön. Oh. Hallo. Ich habe auch so eine tiefe Nase genommen. Das tut einfach gut. Diese Natur kann ja keiner riechen. Nee, ganz ehrlich. Ja. Du siehst ja die grünen Wolken und diesen Muff und so. Wer will das schon? Das ist doch schrecklich. Sieht so chemisch aus. Und was wäre, ne, überlegen wir mal, was wäre die schönste Mittelmeerinsel der Welt, wenn es darauf nicht ein schönes Hotel gäbe? Eben. Oder 100. Könnte man gar nicht genießen. So. Gut. Jetzt oh, hier ist ja noch ein Eisenfeld. Hier ist noch eins frei. Ach so. Holst du. Nee, obwohl Bohrer? Sollen wir hier noch einen Bohrer reinschlagen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Bohrer mehr. Meine Bohrer sind damit ausgebohrt. Meine leider auch. Wir haben gerade 8 Bohrer in diese Erde gerammt. Weißt du noch, wo alle deine sind? Ich krieg die noch zusammen auf jeden Fall. Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon, ne? Okay. Hättest du Eisen gerade mitnehmen sollen, aber ich glaube, du hast schon, ne? Ich laufe gerade hier hoch und hole das Eisen von dem Bohrer, den ich zuerst hingestellt habe. Der hat nämlich wieder 100. Sehr jetzt gut. Jetzt haben wir ganz viel. Uiuiui, habe ich Eisen. Mit dem nächsten Upgrade kriegen wir die Bohrer, die neuen Bohrer, mit denen wir dann mit Förderbändern abtragen können. Ich weiß nicht, ob das bei denen jetzt schon geht, bei den Bohrköpfen. Aber dafür brauchen wir auch Strom, aber den haben wir ja auch. Ja, eben. Sag mal, läuft der Strom gerade? Hast du Strom angestellt? Warum soll ich Strom angestellt haben? Du bist zuletzt gegangen, du machst das Licht aus. Der ist auf Standby. Aber läuft trotzdem. Ich muss den gerade wieder ausschalten. Das ist strange. Nö, eigentlich nicht. Aber der war auf Standby und lief aber trotzdem. Das war merkwürdig. So, was brauchen wir fürs Upgrade? 20 Concrete, 100 Eisenplatten. Ja, die mache ich dir. Also ich habe jetzt so viel Eisen. 20 Kabel. Die kriege ich, glaube ich, locker hin. Wire. I got wires going in and out my skin. So. Das hast du gerade das Original abgespielt? Das ist der Wahnsinn. Huch. Ach, ich hab noch mehr Iron. Copper. Achso, ja, war noch von vorhin. Wie viel Kabel waren das normal? 20? Ich weiß nicht. Du bist gerade, ich mach schon die Eisenplatten. 20 Kabel, alles klar. Okay. Wir brauchen 100 Platten, ja? Richtig. Rixe wird geliefert, kein Thema. So, da ist Spitze. Ne? Ah, roher Quarz. Cool, habe ich noch nie gesehen. Oh, ich pack mal die Batterie hier rein. Wie viele Batterien haben wir jetzt? Erst 10. Plus diese eine gelbe. Na, die gelbe wird dann so eine Art Ionenbatterie sein und nehme ich jetzt einfach mal. Wahrscheinlich. Mit den Batterien ist aber ganz cool, da können wir nämlich die einzelnen Maschinen auch übertakten später. Du kannst übertakten? Man kann hier die Maschinen übertakten und sollte es auch tun teilweise. Was? Können die dann heiß laufen und kaputt gehen oder? Nein, die produzieren nur teilweise bis zu 200% schneller. Oh, ein Träumchen. Ja, deswegen sammle ich die Schnecken die ganze Zeit, weil... Let's go. Super geil.
Wir machen irgendwann eine schöne Schneckentour. Ziehen wir durch die Clubs von Berlin, schöne Schneckentour. Also ein paar Schnecken, so, ne? Kann man ja machen später. In Berlin kannst du die als Drogen verkaufen, hier geht alles durch. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Einfach anlecken. Achso, du bist ja gerade dabei, ne? Also 100 Eisenplatten. Dann, ich habe leider kein Eisen. 75 von diesen Iron Rods braucht man auch noch. 75 Iron Rods, kommt sofort. Sehr gut. Und dann nur noch 20 Concrete. Ich habe leider auch keinen Limestone. Das ist echt erbärmlich. Ich habe nichts. Ist schon in Ordnung. Ich baue und du bist halt... Ich schäme mich genau. Einfach. Warte, ich stelle mich jetzt nach oben. So, wo bist du? Ironplatten sind schon mal drin. Ah, cool. Wo bist du denn? Da unten. Los, schneller! Hast du eine Peitsche? Ich bin hier oben der Vorsteher. Kann ich hier? So. Schneller, sonst Iron Pole. Siehst du das? Ich mache ja schon, es tut mir leid. Kommt das bei dir durchs Bild gewutscht, wenn ich das mache? Ja, bei mir kommt was ins Bild. Immer so ein roter... Ja, genau. Los, schneller! Nein. Ich rendere die Videos. Ja, ich mach ja. Sehr gut. Und dann noch 5 Copper. 5 Copper? Nein, das habe ich nicht ausgedacht. Ach so. Ich dachte wegen Videos rendern. Ach so, Select Milestone.